Hallo, kurzer Tipp für alle, die ein Logitech K270 Keyboard haben oder ähnliche Probleme. Hier unter Kubuntu 1504 war ich nicht in der Lage, Ü, Z, E und Ö einzugeben. Gut, ich war in diversen Foren und Seiten und da gab es die diversen Anleitungen, dass man das Keyboard umstellen könnte. Die Links dazu hänge ich euch an, Konsolen-Setup und so weiter, Konsole-Data und so weiter. Betraf aber nicht nur mein Terminal, sondern generell die Eingabe auch zum Beispiel in LibreOffice. Nachdem ich damit durch war, und das funktionierte aber immer nur für eine Sitzung, war ich der Verzweiflung nahe, wollte Kubuntu beinahe schon wieder deinstallieren. Ich denke, was nützt mir ein Betriebssystem, wo die Tastatur nicht geht? Da bin ich ja von Ubuntu gar nicht gewohnt. Speziell bei diesem Keyboard war immer schmerzfrei. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin, hier mal bei Tastaturmodell Generic 102 Tasten International einzustellen. Da war vorher 105 Tasten. Und dann ging das, war der ganze Spaß wieder vorbei. Wer das Ähnliche hat, einfach mal auf Generic 102 Keyboard International, ne? Also mit Y und Z umgedreht, so wie wir es aus Deutschland kennen. Und dann geht im Testbereich nach dem Anwenden auch das alles wieder. Wie gesagt, Links zu den anderen Anleitungen hänge ich euch im Infobereich unter dem Video an. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.